Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone im aktuellen Tavern Brawl. Und das finde ich sehr, sehr gut, denn dieser Tavern Brawl gefällt mir sehr, sehr gut. So. Letzte Folge haben wir gespielt einen Druiden. Jetzt spielen wir einen Warrior. Und zwar spielen wir jetzt ein Legendary Deck. Viele von euch haben gesagt, ey, geil, Legendary Deck. Und ich dachte mir, ey, Legendary Deck ist doch eigentlich total scheiße. Wie soll man denn das spielen? Das geht ja gar nicht. Weil, die Karten sind ja so teuer. Jetzt hat sich das Legendary Deck, von vor 2 Jahren bis heute ja bei mir so ein bisschen gewandelt, durchaus. Und wenn wir hier mal raufgucken, wir haben hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, ab 2 Mana... Habe ich jetzt irgendwas verkackt hier? Nee, 2, 3, 4, 5, 6... Ab 2 Mana haben wir jede Runde eine Legendary auf der Hand. Es ist eine Möglichkeit, hier Sachen zu machen. Und deswegen probieren wir das aus, weil wir ja gerne auch Sachen probieren und gerne Sachen machen. Ne? Das ist ja gut für den Rücken. So, warum jetzt ein Warrior? Ne? Eigentlich Druide. Ja, eigentlich war doch der Gedanke, wir spielen Druiden, wenn wir Legendary Deck spielen, weil da können wir einen Schaden machen und auch noch Rüstung holen, je nachdem, oder beides. Da habe ich aber keine Legendary. Ja, ich habe jetzt einen Warrior genommen, damit wir hier am Ende, nicht nur am Ende, ne, aber hier so hauptsächlich am Ende, wo ist er? Wo, da. Einmal Grommash mitnehmen können, dann natürlich Varian Vryn mitnehmen können und, wer war der Dritte? Wer war denn nochmal der Dritte? Gibt es nicht 3? Grommash? Ach ja, der Juggernaut. Der ist, glaube ich, bei, hier. Der Iron Juggernaut. Bei 6 Mana. Da haben wir 3 ziemlich coole Legendaries noch dabei. Und Rüstung ist halt jetzt auch nicht schlecht. Und gerade hier nach, wo ist die? Jessica Trueheart. Können wir ja noch mehr Rüstung nehmen und holen und kriegen. Was wir gar nicht mal so schlecht finden. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Das ist also alles möglich hier. Es kann alles passieren. Ich krieg die Tür nicht zu. Was hier jetzt alles passieren könnte. Einiges. Wirklich einiges. Und ich merke auch selber, ich habe auch diese... Ich habe diese Erkältungsstimme, ne? Es ist aber auch... Es ist so ein... Es ist... Meine Lunge ist so ein bisschen, belegt, sagt man, ne? Die ist so ein bisschen belegt, sagt man. Und in den nächsten Tagen wird sich das befreien und dann wird sich das sehr, sehr gut anhören. Ich habe schon so leichte Anhuster. Der Niesen ist zum Glück ein bisschen weg. Und, ja, deswegen leider im Moment auch nicht so richtig Livestreams. Aber wir können hier Sachen machen. Guck mal, jetzt haben wir hier Fjolial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 
Legendary-Karte. Es ist alles im Bereich des Möglichen. Blöd ist nur, dass er jetzt wahrscheinlich ein Mirror Entity gespielt hat. Und wir haben jetzt Folgen schenken müssen, denn wir können nicht nichts machen, Leute. Wir können nicht nichts machen. Wir müssen ihm den jetzt schenken. Und weiß nicht, vielleicht mit Sylvanas irgendwas machen gleich. Mal gucken. Wir gucken uns das an. Das wird eine reine Verankerung. Oh shit, okay. Es kann sein, dass wir gleich sterben. Was wir noch machen können, ist, wir spielen jetzt einen Emperor. Den muss er töten. Und dann gucken wir mal weiter. Oder, ich meine, Sylvanas ist jetzt auch nicht schlecht. Sylvanas ist jetzt auch nicht schlecht. Oder ein Hogger. Aber da kommt er zu leicht durch. Wir gehen hier weiter, Face. Es ist eine reine Face-Gegehung, ne? Okay, was macht er jetzt? Silent Polymorph. Oh, shit. Okay, der Plan ist nicht aufgegangen. Der Plan ist nicht aufgegangen! Und wir kriegen ihn auch nicht tot. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Gut. Dann würde ich sagen, der Kollege, wa? Der tötet nämlich den hier. Und contestet den hier, auch wenn der 5 Leben ist. Ich glaube, es ist ein guter Move. Ich glaube halt, der 7-2er muss halt sterben. Boah, es ist ja schon ein bisschen spannend, ne? Ich dachte, das wäre total uncool, aber es kommt ja wirklich dann jede Runde kommt eine Legendary. Was Gutes ist. Es ist einfach was Gutes. Guck mal, der geht Face. Entschuldigung. Den müssen wir jetzt töten. Weil seine Karten billiger werden, ne? Es ist ärgerlich. Bumm. Bumm. Noch ein bisschen Schild. Können wir das Schild, danke. So, Freundchen. Meine Legendaries sind alle ein bisschen billiger geworden. Er kann den natürlich locker loswerden, ne? Aber es hat sich definitiv gelohnt. Definitiv gelohnt, den zu spielen. Ragnaros für 7 ist toll. Alexstrasza für 8 ist ein Träumchen. Da kommt der Blizzard. Warum der Blizzard? Hau doch den Folgen rein. Oder was war das? Folgen, ne? Und deine Heldenkraft. Und dann kannst du den hier immer noch spielen. Ich verstehe das nicht. Das war... Jetzt hat er den noch eine Runde leben lassen. Was ist denn mit dem nicht richtig? Soll ich jetzt hier mein Leben wieder hochmachen? Ja, ne? Und dann habe ich noch einen Achter auf dem Board. Ja, aber lohnt sich das? Warte mal, 4 plus 3 sind 7. Dann habe ich noch 4 Leben. Ja, und dann mit dem Feuerball bin ich tot. 7 plus 3 und... Ja. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Move. Nicht, dass er uns mit dem Feuerball oder so kaputt macht. Und jetzt werden die ganzen anderen Karten nochmal billiger. Das ist so lustig. Das ist schon ein bisschen lustig, ne? Oh. Polymorph. Jetzt hat er beide Polymorphs raus. Das ist doch ganz gut. Und Ragnaros wird hier sehr, sehr interessant. Oh, wir können Hogger und Ragnaros in einer Runde spielen. Willst du mich verarschen? Oh, das müssen wir machen. Das ist einfach ein Traumplay. Es ist das reine Traumplay, Leute. Wie oft habt ihr das schon gesehen in eurem Leben? Ich noch nicht so oft. Genau 0 Mal. Ich glaube, das ist das erste Mal auf der Welt in der Zeitgeschichte der Geschichte der Zeit, dass jemand einen Hogger und einen Ragnaros in einer Runde spielt. Pass auf. Und jetzt trifft der Ragnaros auch noch irgendwie coolen Minion. Yes. Yes. Er hat keinen Polymorph mehr. Er hat einen Flamestrike. Schade. Stimmt ja. Und Flame Cannon auch noch. Ist ja ganz toll. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen verkackt, ne? Natürlich hat er einen Flamestrike. Ich bin so doof, ey. Ich bin so doof. Wir können jetzt einen Mogar the Ogre spielen. Damit der vielleicht nicht trifft. Weil 2 Schaden sind schnell gemacht. Und dann spielen wir noch... Sollen wir den Gelben spielen? Ich habe Angst, dass der irgendwas hier kaputt macht. Was spielt er denn jetzt? Ja, siehst du, at the start of a turn, transform a random minion into a chicken. Das ist nicht gut. Aber es kann sein, dass er jetzt diesen 0-3er kaputt macht. Jetzt müssen wir mal gucken, hat er jetzt noch einen Flamestrike? Oh shit, Salak, oh oh.
Okay. Aua. Also er spielt auf Thaddeus. Thaddeus ist... Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, das Ding ist zum Hühnchen geworden. Alles klar. Harrison Jones bringt uns gar nichts. Was ist jetzt die Taktik? Isera und Amor ab, oder was? Und aber Face gehen, oder wie? Weil das Problem ist, wenn jetzt Thaddeus kommt, bin ich ja am Sack, ne? Deswegen müsste der hier dafür überleben. Der stirbt aber gleich. Das heißt, wenn der jetzt Thaddeus kriegt, bin ich am Arsch. Bedeutet, wenn, solange der hier lebt, es ist eine große Gefahr, dass wir verrecken. Es ist eine große Gefahr, dass wir verrecken. So, aber anders ging das jetzt nicht, ne? Irgendwas Schlaueres, jetzt konnten wir nicht machen. Und jetzt ist die große Gefahr. Weil wir sind jetzt bei 10. Wenn Thaddeus kommt, sind wir tot. Oh, cool. Und... Oh, nice. Okay. Okay. Jetzt muss einfach nur der Mogasi-Oger muss es einfach gucken, dass der Stalag nicht trifft. Oh, oh. Ist das ein Eisblock? Boah, ist das ein spannendes Spiel. Well played, weil was? Oh, oh. Oh, er trifft! Was nicht so schlimm ist. Wir hatten ja noch genug. Okay, trotzdem. 5 Damage to all. Okay, Achtung. Scheiße, das war jetzt nicht so schlau. Das war... Ich hätte erst mit... Oh, yay! Okay, ich wollte es eigentlich mit Isera Awakens beenden, aber so ging es ja auch, ne? Ich voll Horst. Ich wollte auf dem Eisblock testen. Ich hätte erst mit der Isera angreifen müssen. Da wäre auch nichts kaputt gegangen, ne? Doch, da war der vorhin gestorben. Es war schwierig. Was waren das für... Ich habe die Quest gerade nicht richtig gesehen. Any Game. Win 3 Games with Any Class. In irgendeiner Klasse. Und hier haben wir Warrior. Okay. Ja, noch eins. Ja, noch eins. Weil es so spannend war. Und Spaß gemacht hat. Ey, wenn du ein Legendary Deck spielst. Und du spielst den Tarissan. Und der bleibt 2 Runden auf dem Board. Das ist ein Grund zum Feiern, Leute. Das macht Spaß. Das macht Laune. Und ihr hattet völlig recht. Ihr hattet völlig recht. Man kann hier das Legendary Deck spielen, weil man jede Runde eine Legendary kriegt, die man auf jeden Fall spielen kann. Cool. Ich muss kurz husten. Ich hatte überlegt, habe ich das schon erwähnt im letzten Spiel, dass wir vielleicht nochmal irgendwelche Ein-Mana-Karten hier mit reintun, damit wir noch Sachen mitmachen können. Das überlege ich mir nochmal. Vielleicht nehme ich irgendwas raus und tue dafür Leper Gnomes oder so rein. Leper Gnomes. Wird das ja ausgesprochen, ne? Du kannst dich mal verpissen und du auch. Ich hätte gern was anderes. Ah, Fiola Lightband. Das heißt, ich kriege jetzt andere Karten auf die Hand. Zumindest bei Fiola. Und jetzt auch, weil ich habe keine Ein-Mana-Karte. Das finde ich interessant. Wir nehmen da mal was raus und dann tun wir mal Leper Gnomes rein. Oder einen. Einer reicht ja. Einer reicht ja völlig. So, das ist jetzt ein Facehunter oder was? Sollen wir den spielen oder den? Wir spielen jetzt mal eine reine Bloodmage-Falnos-Geschichte. Ich meine, vielleicht hätte ich doch den Milhouse spielen sollen, aber das weiß man jetzt natürlich vorher nicht, ne? Milhouse ist immer schlecht. Milhouse immer schlecht. Was ist das hier für ein Geheimnis? Geh mal hier rein. Ah ja, okay. Snake Trap. Holy shit. Okay. Fiola! Wofür habe ich jetzt die Karte gekriegt? Ach, Bloodmage. Fucker! Oh, wirst du bereuen. Eventuell. Wenn wir so lange überleben, dass wir irgendwas Cooles spielen, dass du das bereuen könntest, dass du diese Karte jetzt schon gespielt hast. Das hier ist ganz gut. Da kann man zumindest eine der blöden Schlangen mal wegnehmen. Und jetzt könnt ihr auch gerne eine Waffe spielen. Dann hau ich mal einen Harrison raus. Ja, das ist nicht cool. Kein Facehunter. Ich wäre jetzt, also wenn ich ein Facehunter wäre, wäre ich jetzt Face gegangen. Hat er nicht gemacht, wollte er nicht so gerne, fand er nicht so schön. Ist okay für mich. Stalag muss raus. Also, hat er schon raus, dass wir hier ein Legendary Deck spielen? Ich weiß es nicht, ob man das merkt. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht, das Ganze hier zu über... Oh! What? Okay,
okay, es ist tatsächlich kein Facehunter-Mensch. Weil auch da wäre ich wieder face gegangen, definitiv. Den kann er töten. Trotzdem rauchst du mit. Schon mal Sachen ein bisschen günstiger machen, ne? Den werde er auf jeden Fall töten. Also so wie ich ihn jetzt hier kennengelernt habe, ist ein normaler Facehunter, könnte auch denken, jetzt mache ich extra Druck, aber da hätte er schon 3 Runden vorher nochmal extra Druck machen müssen. So muss er jetzt den Emperor töten. Und da hat er jetzt auch die besten Voraussetzungen für. Er kann einfach das Schweinchen da reinhauen. Und eine der Schlangen. Und dann hat er immer noch Sachen. Ja, das ist auch ein Biest, ne? Scheiße. Ups! Ja gut, einen Joust gewinne ich relativ wahrscheinlich. Relativ wahrscheinlich. Ich finde, ein Baron Geddon ist jetzt hier relativ angebracht. Ich glaube aber nicht, dass wir das Ganze hier überleben. Ich glaube leider nicht, dass wir das Ganze hier überleben. Vor allem, wenn wir uns jetzt nochmal den Schaden machen. Aber komm, dann die beiden sind tot. Das muss schon sein. Und Milhouse, es ist keine gute Idee, in Milhouse zu spielen. Wir machen es trotzdem. Und der verliert jetzt auch Leben und so. Und der Gegner wird jetzt den Zauber umsonst spielen können. Aber wir müssen hier Board haben. Sonst, wenn wir kein Board haben, können wir es vergessen. Wenn er jetzt, oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt Kill Command hat, dann sind wir quasi schon tot. Ne, dann sind wir sogar tot. Wegen seiner Heldenkraft. Oder er wird draufgehauen. Haut er jetzt den Rhino auch rein? Nee. Er hat ja hier noch Power Shot. Wow. Okay. Und da ist Malorne. Well played. Ja, da können wir tatsächlich nicht mehr so viel machen, ne? Oh, der kann ja direkt angreifen! Der kann ja direkt angreifen wegen des Rhinos. Rhino-Rhinos. Das ist krass. Das war natürlich auch ein bisschen glücklich, ne? Mit den 3 dummen Spinnchen, die er da und so. Es zählt nicht. Wir machen noch eins. Wir machen noch eins. Das war ein krasses Spiel. Ja, mit den Spinnchen, das ist gar nicht mal so schlecht. Rhino draußen liegen haben. Und darauf hoffen, dass man irgendein krasses Biest kriegt. Hätte ja auch sonst was sein können, ne? Ich wollte gerade sagen, hätte ja auch ein Dings da Dino sein können. Wie heißt der Dino nochmal? Wie heißt der Dino nochmal hier vom Jäger? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ist eine gute Karte. Auf jeden Fall hat er ja selber Ansturm schon. Da brauchst du keinen Rhino für das Ding eben schon. Oh, der neue pinke, ekelhaft pinke Kartenrücken. Boah, ist der ekelhaft. Der ist ekelhaft. Ekelhaft. So, wir spielen jetzt mal den Millhouse. Mana Storm. Riskieren das Ganze. Es ist immer ein Riesenrisiko, das Ding zu spielen. Entschuldigung. Es ist ein Risiko. Wenn er jetzt aber nicht die tollen Zauber hat, und das hat er anscheinend nicht, obwohl er kann sie aber noch spielen. Er tut so One Night. Ne, dann und so. Ich finde, spielt man hier so einen? Ja, guck mal, bevor wir jetzt hier gar nichts machen, ne? Bevor wir hier Sachen nicht machen, tun wir das. Der Emperor ist auf der Hand. Hier wird getradet. Trade-Karten-Game. Alarm-Bot, oh oh. Ist das auch ein Legendary-Deck? Aber nicht so richtig legendary-ös, sondern so ein bisschen Mittel. Ist das eine Möglichkeit? Weil der spielt ja auch Zombies. Zombies kosten 1 Mana. Das könnten wir auch. Wir könnten. Oh, shit. Oh, holy moly. Dies ist nicht gut, meine Damen und Herren. Oh, jetzt geht hier aber Torn City los, oder was? Jetzt ist hier aber Torn City am Überlaufen, am Überkochen, ne? Es ist okay. Es ist okay. Übernächste Runde. Übernächste Runde können wir hier vielleicht, übernächsten Zug können wir hier mit dem Black Knight arbeiten. Aua. So, mit dem 8-8. Und noch ein Alarm an Bord. Wahrscheinlich hat er noch so einen Ficker auf der Hand. Entschuldigung, dass ich so ein böses Wort gesagt habe. Es ist ein sehr böses Wort. Okay, das war jetzt nicht so stau, ne? Ich hätte den anderen nehmen sollen. Na. Und, hallo! Okay, der verliert seinen Buff, das ist gut.
Okay, ich glaube, da muss... Ich glaube... Fuck. Nee, doch nicht. Alles gut. Wir haben nur noch 14 Leben, Leute. Wir haben nur noch 14 Leben. Wie kriegen wir denn jetzt den hier kaputt? Gar nicht, oder was? Oh, shit. Holy shit. Okay, wir müssen aber den hier kaputt machen, weil der hier so viel Schaden macht. Oh. Wir müssen den kaputt machen, weil der so viel Schaden macht. Oh, swing. Oh. Ja, kacke. Es ist jetzt nicht viel besser geworden. Wir müssen da reingehen. Es ist schwierig. Dr. Boom. Ja, der Alex Trascher wäre jetzt ein Riesentraum. Ich befürchte... Oh. Tja, wir haben verloren. Es ist eine reine Verlierung. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, ne? Das ärgert mich jetzt aber ein bisschen. So was. Es ist... Wir haben verloren, Digga. Wir haben einmal verloren. Okay. Können wir noch eins machen? Nee. Wir spannen uns das auf. Wir spannen uns das auf. Pass mal auf. Weil das so einen Spaß macht und so abgefahren ist, würde ich sagen, spielen wir morgen nochmal das Gleiche. Morgen spielen wir auch nochmal Legendary Deck. Okay? Und vielleicht... Nehme ich ein paar Veränderungen vor. Ja? Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich und wir sehen uns morgen wieder. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss!